So, es ist der nächste Morgen in meinem Garten. Gestern Abend bin ich nicht fertig geworden, weil es dunkel geworden ist. Und hier seht ihr nochmal den Baum. Ich habe die eine Seite fertig gedrahtet. Und jetzt ist diese Seite dran. Vorhin habe ich schon mal alle meine anderen Bäume gegossen. Gestern war wieder ein sehr heißer Tag. Und ich freue mich jetzt hier dran weiterzumachen. Hoffentlich werde ich fertig, bevor ich zur Arbeit muss. So, der ganze Baum ist jetzt fertig gedrahtet, auch die rechte Seite. Ich habe wirklich jeden kleinen Ast mitgenommen, außer jetzt wirklich so Mini-Äste, die sich gerade bei neuen kleinen Knospen bilden. Insgesamt bin ich ganz zufrieden. Man könnte natürlich hier und da sind auf jeden Fall Stellen, wo ich nicht so sauber gedrahtet habe, wo Profis meckern würden, zum Beispiel hier. Aber es ist auf jeden Fall funktional, also der Draht wird seinen Job machen. Und insgesamt sieht der Baum auch wirklich gut aus. Ich kann auch auf jeden Fall ein paar von den Spitzen noch einkürzen. Ihr seht, hier formen sich schön die Knospen an den Spitzen. Aber der Baum ist wirklich sehr gesund. Wie seht, hier haben wir überall weiter hinten noch so kleinere Äste und Knospen, zu denen wir zurückschneiden können. Also der Baum hat auf jeden Fall die perfekten Startvoraussetzungen, um jetzt zu einem Top-Bonsai zu werden über die nächsten Jahre. Die Spitzen sehen natürlich alle noch ein bisschen puschelig aus, aber ich glaube, da werde ich auch bis nächstes Jahr warten. Ja, wie gesagt, vielleicht werde ich die Kerzen austreiben lassen und dann einen recht stärkeren Kerzenschnitt machen. Dann noch auf mehr Rückknospung setzen und darauf setzen, dass noch mehr Energie in die Knospen geht, die jetzt sich hier bereits gebildet haben, dass wir eine schönere Feinverzweigung haben. Dann in der Drittgestaltung vielleicht nochmal auf die Details gehen, jeden Ast richtig perfekt drahten, jede Knospe perfekt selektieren und dann wäre der Baum auf jeden Fall auch schon präsentationsbereit. Aber das alles erst in ein, zwei Jahren vielleicht. So, jetzt seht ihr den Baum nochmal hier von der Vorderseite, die ich mir vorgestellt hatte. Ich hatte ja schon ein bisschen drüber geredet, wie ich den Baum jetzt gestalten möchte. Jetzt kommt eigentlich der schöne und spannende Teil der Gestaltung. Jetzt können wir nämlich die Äste alle in die richtige Position setzen. Und wie ich schon gesagt habe, diese Äste, vor allem hier auf der linken Seite, sind mir alle noch viel zu lang. Ich möchte das Ganze ein bisschen kompakter gestalten. Und dann in dieser dritten Gestaltung, von der ich gerade geredet habe, werde ich versuchen, das nochmal kompakter zu machen, also zu Knospen weiter hinten zurückzuschneiden und mehr Knospen zu selektieren. Ich werde jetzt folgendermaßen vorgehen, und zwar werde ich von unten nach oben mich vorarbeiten. Hier werde ich versuchen, ein, zwei schöne Pads zu bilden. Pads heißt einfach so Nadel- oder Laub, ja, wie Nadel- oder Laubmatten oder Pads, weiß ich nicht, wie man das übersetzt. Die sich so schön auffächern und so eine schöne Struktur geben. Das Ganze soll ein bisschen aussehen wie so eine Hand von oben. Das heißt, wir wollen hier eine schöne Außenlinie schaffen an Nadelmasse und darüber legen wir dann praktisch mit den anderen Ästen die zweite Ladung an Nadelmasse und dann haben wir so eine schöne Laubmasse. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und damit werde ich hier auf der linken Seite anfangen und hier versuchen, eine kleine Krone zu bilden und gleichermaßen werde ich hier eine schöne Krone bilden, ein paar von den Ästen nach rechts machen, um, wie gesagt, diese ganze dynamischen Schwung nach links ein bisschen auszugleichen, dem Baum ein bisschen mehr Balance zu geben. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon ganz gut dabei. Also ich werde anfangen, indem ich diesen Ast und diesen Ast setze, weil die geben so ein bisschen die Struktur und die Breite vom ganzen Design vor. Das sind eigentlich die wichtigsten Äste. Das hier sind, wie gesagt, meine wichtigsten Linien, Stammlinien. Das hier sind die wichtigsten Äste, die so ein bisschen den Rahmen von der ganzen Gestaltung vorgeben. Deshalb werde ich die als erstes setzen. Dieser Ast hier ist besonders schön, weil der verfolgt halt diese wichtige Stammlinie hier und der kommt auch nach vorne ein bisschen auf den Zuschauer zu, auf den Betrachter des Baums. Insgesamt möchte ich den aber noch ein bisschen runterbiegen. Ich hoffe, das geht jetzt ohne Spannrate und macht euch da auch keine Sorgen. Also so Waldkiefern, die sind ziemlich flexibel.
Müsst euch keine Sorgen machen, dass hier irgendwas bricht. Und immer mit zwei Händen. Und ich fühle auch hier die Holzfasern. Ich würde direkt merken und fühlen, wenn ich die überspanne. Und so weit muss ich den gar nicht runterbiegen. Ich mag diese Bewegung, die der hier macht, schon gerne. Aber ich möchte diese Äste hier vorne auf jeden Fall noch ein bisschen runterbiegen. Ich habe gerade gemerkt, dass der sich nicht so gut biegen lässt mit dem einen Draht. Dafür lege ich jetzt einfach an diesem Verankerungs-U eng anliegend noch einen zweiten 5 mm Aluminiumdraht an. Und auch nur für die ersten paar Windungen. Einfach, weil ich hoffe, dass wir somit ein bisschen eine bessere Beweglichkeit in diesen schon dickeren Ast kriegen. Und jetzt geht es auch schon besser. Der Ast bleibt besser in der Position. Versuche ich nochmal, den ein bisschen runter zu biegen und auch ein bisschen nach vorne auf den Zuschauer. Diesen Raum hier soll der füllen. Dadurch, dass wir das jetzt runtergebogen haben, ist diese Linie hier ein bisschen spannender. Die geht so runter, kommt auf den Zuschauer zu. Genau, und dann auch schön runter, weil dadurch, dass wir das runterbiegen, kürzen wir auch die Länge ein. Würde das jetzt hier nach vorne gebogen sein, würde der noch viel länger wirken. Aber ich möchte das ein bisschen runterbiegen. Und jetzt geht es daran, dieses Pad zu bilden, wie gesagt. Wie so eine Hand von oben soll das aussehen. Da soll kein Ast jetzt groß rausgucken. Und ich gebe den Ästen jetzt hier auch noch ein bisschen dramatischere Bewegung. Erstens sieht das spannender aus. Und zweitens können wir die so, wie gesagt, visuell auch noch ein bisschen einkürzen. Aber alles in einem Rahmen, dass das noch natürlich aussieht. Also nicht zu künstlich, dass das von Menschenhand gemacht ist, sondern dass der Baum wirklich auch so gewachsen ist. Ich mache mir jetzt auch nicht so viel Gedanken, dass das hier so ein bisschen über rausguckt, über die Linie, oder ein bisschen zu lang ist, weil, wie gesagt, da können wir zu einem späteren Zeitpunkt noch hin zurückschneiden. Diesem Ast gehe ich ähnlich vor. Ich biege den nach unten, gebe dem so ein bisschen Bewegungen und Spannung, auch dreidimensional, also nicht nur rechts, links so Bewegung, sondern auch von oben nach unten. Und dann fülle ich mit diesen Ästen diese leeren Plätze hier, um dem Pad auch noch so ein bisschen Volumen zu geben, dass das nicht zu flach und zu schwach aussieht, sondern das soll ruhig ein bisschen voluminös aussehen. Jetzt seht ihr auch, warum wir wirklich jede von diesen kleinen Ästen drahten, weil jeder kleine Ast muss wirklich in die richtige Position, um halt ein schönes Pad zu bilden. So, der hier kann noch ein bisschen nach unten. Wie gesagt, der ist mir auch ein bisschen zu lang. Das hier soll eigentlich so die Außenlinie sein, aber hier haben wir noch einen schönen Ast, der auch wirklich eine spannende Linie hat. Den können wir auch ruhig so eine dramatische Biegung nach unten geben, um den auch, wie gesagt, ein bisschen kürzer wirken zu lassen. Und so ein bisschen nach links, um den leeren Platz hier zu füllen. So, jetzt ist dieser Ast, dieser Teil vom Baum fertig gesetzt, aber um dem Ganzen ein bisschen mehr Volumen zu geben, nutze jetzt diesen Ast hier und lege die kleinen Spitzen, die Äste mit Grünzeug, so ein bisschen da drüber, um dieses Pad halt auch ein bisschen dreidimensional voluminöser wirken zu lassen. Dieser Ast hier hinten ist sehr wichtig, um dem Baum ein bisschen Tiefe zu geben. Das heißt, er wird hier hinten hinkommen, um auch ein bisschen hinter dieser Totholzpartie noch ein bisschen Grünzeug anzuzeigen und zu zeigen, dass da auch noch was ist. Und so mit diesem kleinen Ast hier oben möchte ich jetzt praktisch die Spitze der Krone von diesem Laubpolster bilden. Und dafür folge ich einfach diese Linie, die ich vorgegeben habe, mit den anderen Knospen und bilde so eine Spitze und suche mir dann halt einen Ast aus, der wirklich hier so eine Spitze bildet, die Krone vervollständigt. Das ist dann dieser hier, den setze ich so schön nach oben. Das ist wirklich die Spitze der Baumkrone. Die anderen folgen hier, wie gesagt, diesen vorgegebenen Linien. Jeder Ast an der richtigen Stelle. Ja, und jetzt ist dieser Teil vom Baum, dieser linke Teil, eigentlich auch schon fertig. Ich habe ja gesagt, ich möchte so eine Art Gestaltung mit zwei Kronen machen. Und die hier, finde ich, macht wirklich wie so eine Halbkaskadenform, kommt hier schön runter, hat ein schön großes, voluminöses Pad mit einer guten Spitze. Die Grundstruktur ist da jetzt wirklich gelegt. Ich finde, das ist auch, sieht schön aus. Die Äste haben hier schöne, elegante Bewegungen.
Insgesamt muss das noch ein bisschen voluminöser werden, aber das wird auf jeden Fall kommen mit der Zeit. Ich habe euch ja die ganzen kleinen Knospen gezeigt, wenn die austreiben und ein bisschen Laubmasse bilden, dann wird das ein bisschen dichter aussehen. Das wird auf jeden Fall super. Also mit diesem Teil bin ich zufrieden. Ich mag diese Halbkaskade, ich mag das Volumen im Hintergrund. Und somit können wir jetzt zum oberen Teil gehen und praktisch diese zweite Linie gestalten. Da möchte ich, wie gesagt, hier ein Laubpolster bilden, die sich vielleicht auch so ein bisschen verbinden, aber trotzdem noch getrennt voneinander sind. Aber auch noch ein paar Äste nach rechts machen, um dem Baum ein bisschen Balance zu geben, dass der nicht so krass auf diese Seite hier kippt praktisch. So, hier seht ihr das nochmal aus der Nähe. Jeder Ast ist so ungefähr in der richtigen Position. Das ist, wie gesagt, noch strukturelle Arbeit und jetzt nicht krasse Verfeinerungsarbeit, was ich hier mache. Das ist ja die zweite Gestaltung, in der jetzt hier mal die richtige Grundstruktur gelegt wird. Aber ihr seht, wir haben hier schöne Linien rausgearbeitet. Die ganzen Äste haben auch noch mal ein bisschen Bewegung, wie hier machen die so einen Schwung. Das sieht dann später interessanter aus und dynamischer. Oben mit der kleinen Krone und insgesamt macht dieses Patchwork vernünftigen Eindruck. So, jetzt geht es hier an die rechte Seite. Da ist, wie gesagt, dieser Ast sehr wichtig für die Struktur. Das ist auch wirklich ein schöner Ast mit schöner Feinverzweigung. Den können wir auch gut nutzen, um den Stamm hier praktisch so einzurahmen mit diesem anderen Ast zusammen. Und den biege ich jetzt auch ein bisschen so, dass der einfach ein bisschen Movement und Bewegung hat. Und so sieht das Ganze dann von oben aus. Also es geht wirklich auch nur darum, ein schönes Polster zu bilden, wie ich das schon beschrieben habe. Und diese Äste hier hinten nutze ich, um dem ein bisschen Tiefe zu geben. So, ich bin jetzt hier auf der Rückseite. Das ist hier noch ein wichtiger Ast. Das ist auch ein ziemlich langer Ast. Aber der ist wichtig. Er soll genau diesen leeren Platz hier füllen und den Baum so ein bisschen einrahmen und dem Baum Tiefe geben. Dem gebe ich auch. Der wird auch nach unten gebogen werden. Immer vorsichtig, also Waldkiefern sind sehr flexibel. Das, was ich jetzt hier gerade mache, das kann man nicht mit jeder Baumspezies machen. Aber Waldkiefern sind, wie gesagt, sehr flexibel, aber trotzdem immer auch vorsichtig sein, vor allem am Ansatz, wo die Äste ansetzen, immer ein bisschen gucken und hier mit der anderen Hand halten und unterstützen. Weil falls euch so ein wichtiger Ast abbricht, das wäre auf jeden Fall sehr schade. Und die drei einzelnen Äste, die der sich aufteilt, kann man dann hier auch so schön verteilen. Und da zahlt es sich auch aus, wenn man wirklich sauber gearbeitet hat beim Drahten, weil sonst bleiben die Äste nicht in der richtigen Position oder schlackern so rum. Und deshalb nehmt euch auf jeden Fall die Zeit, vernünftig zu drahten und alles zu drahten, weil das wird sich wirklich auszahlen für die Qualität der Gestaltung dann im Endeffekt. So, ich bin heute Morgen auch nicht fertig geworden. Ich musste dann los zur Arbeit und deshalb mache ich jetzt nach der Arbeit diese schöne Gestaltung fertig. War bei diesem schönen hinteren Ast hier stehen geblieben, den ich für ein bisschen Tiefe und Volumen nutzen wollte. Ich möchte aber ein bisschen aufpassen, dass wir hier noch ein bisschen Separation zwischen optisch, zwischen diesem Laubpolster und diesem Bereich hier haben. Weil ich möchte ja, wie gesagt, so eine Art Gestaltung mit zwei Kronen haben. Deshalb möchte ich, dass das nicht so ineinander übergeht in eine Krone. Das kann man von vorne noch mal ein bisschen besser sehen, was ich meine. Hier von vorne sieht man da besser, was ich meine. Wenn dieser Ast jetzt hier weiter drüben wäre, dann wäre hier nicht so eine schöne Separation. Wir brauchen in der Bonsai-Gestaltung noch immer ein paar leere Orte, sonst sieht es nämlich aus wie ein Busch. So, ich habe jetzt diese ganzen Äste so bis hierhin alle gestaltet in der richtigen Position. Wir haben hier ein schönes Laubpolster, was wirklich den Stamm und diesen schönen Totholzpartien gut einrahmt. Das gefällt mir richtig gut. Jetzt geht es darum, hier die zweite Hauptstammlinie ein bisschen zu definieren und den richtigen Touch zu geben, praktisch die richtige Position. Und die soll halbwegs gerade sein, aber ich möchte da trotzdem ein bisschen Bewegung drin haben. Wir wollen natürlich auch immer ein bisschen dreidimensionale Bewegung, also nicht nur rechts, links. Deshalb werde ich jetzt einfach mal versuchen, dem Ganzen hier so eine natürliche, aber auch elegante Bewegung zu geben. Gefällt mir schon ganz gut, nur dieser Teil ist mir noch ein bisschen zu gerade. Hier können wir noch ein bisschen mehr Twist reinbringen, indem ich den ein bisschen nach vorne biege und dann wieder zurückkomme. So, ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen rumprobiert mit verschiedenen Positionen von dieser schönen, wichtigen Stammlinie hier, von der zweiten Hauptstammlinie.
und bin da zu der Entscheidung gekommen, dass mir das, dieser vordere Teil zu lang ist, wo ich auch am Anfang ein bisschen vermutet hatte, dass er vielleicht zu lang wird. Ich möchte ja auch insgesamt die Größe vom Baum ein bisschen kürzen, den Baum ein bisschen kompakter machen. Deshalb ist das kein Problem, das abzunehmen. Und so haben wir nämlich jetzt hier wirklich eine schöne Stammlinie mit auch natürlichen Bewegungen rausgearbeitet, wo wir mit diesem Ast wirklich eine super Krone bilden können. Außerdem habe ich ja gesagt, ich möchte so eine visuelle Separation zwischen dieser Krone, diesem Laubpolster und diesem Teil vom Baum. Und da ist dieser Ast eigentlich störend, weil man könnte den vielleicht versuchen, in den Hintergrund zu packen, aber dann gibt es, wie gesagt, hier nicht so eine gute Separation. Nach vorne möchte ich den auch nicht packen, dann stört der hier den Sicht auf diese schönen Totholzpartien und so weiter. Deshalb werde ich diesen Ast hier auch loswerden. Ich werde aber so einen kleinen Stumpf dran lassen, erstens, damit der Draht hier weiter dran gehalten werden kann. Und zweitens werde ich diesen Stumpf auch zu Totholz verarbeiten. So, ich bin jetzt endlich fertig mit der Gestaltung. Es war ein langer Prozess, aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt gleich noch ein paar Spitzen von den wirklich sehr starken Kerzen ein bisschen einkürzen. Zum Beispiel so wie hier. Das ist ja wirklich eine sehr lange, starke Kerze hier. Da kann man ruhig die Spitzen rausnehmen. Und insgesamt brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr Rückknospung und ein bisschen mehr das Ganze ordnen. Aber die Struktur ist auf jeden Fall gesetzt. Ich bin sehr zufrieden und das wird auf jeden Fall ein hervorragender Bonsai. Hier nochmal ein paar Details nach der ersten Gestaltung, wirklich diese schöne breite Basis und der dicke Stamm ist ein schönes Feature vom Baum und das wird schön eingerahmt von diesen ersten beiden Ästen. Hier so eine voluminöse Krone und eine schöne Linie, die so nach links geht und die Hauptstammlinie geht so nach oben, hat so ein bisschen leichte, elegante, dynamische Bewegung hier. Das ist nicht zu viel, aber hier haben wir so kleine Schwünge. Und dann oben ist halt recht simpel gestaltet. Da muss auf jeden Fall auch noch ein bisschen was wachsen. Diese Parts hier müssen noch ein paar Äste kommen. Hier hinten ist kein Ast, das wäre auch ganz schön. Da können wir vielleicht irgendwann diesen kleinen so nach hinten biegen. Und insgesamt, ein Bonsai muss natürlich von allen Seiten auch immer vernünftig aussehen. Und wir haben hier hinten diese ganze Laubmasse, die dem Ganzen so ein bisschen Tiefe gibt. Und ich finde es auf jeden Fall gelungen, ich bin ganz zufrieden. So, jetzt bin ich fertig mit der Gestaltung von dieser Waldkiefer. Es ist wirklich schön geworden. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis und bin vor allem glücklich mit der Entwicklung, die der Baum in dem Jahr gemacht hat, den ich den habe, weil der sah wirklich vor einem Jahr noch ganz anders aus. Und das zeigt auch, wie man wirklich mit recht günstigem Gartencenter-Material innerhalb auch von nicht so allzu langer Zeit, einem Jahr, wirklich schon viel erreichen kann, weil ich glaube wirklich in ein paar Jahren, wenn wir jetzt hier noch weitere Knospen haben, das noch ein bisschen dichter wird, das noch ein bisschen saubereren Look bekommt, wird das wirklich ein hervorragender Bonsai sein und dann, wenn er noch in der richtigen Tonschale ist, die wirklich perfekt dazu passt, die schönen Seiten vom Baum perfekt unterstreicht, glaubt mir, dann wird das wirklich ein hervorragender Bonsai. Und jetzt noch kurz zur Gestaltung. Ich finde es wirklich schön geworden. Meine Idee ist aufgegangen mit diesen zwei Kronen und diesen zwei praktisch Teilen vom Baum. Einmal der Teil, der von dieser Linie praktisch ausgeht, einmal der Teil, der von so dieser Hauptlinie ausgeht. Insgesamt mit dieser dynamischen Bewegung nach links, die vor allem davon unterstrichen wird, dass dieser ganze Teil so halb kaskadenmäßig bis unter den Rand vom Topf geht, also dass jetzt hier alles so rüberhängt. Dadurch aber auf dem rechten Teil haben wir das ausgeglichen, indem wir die meisten der Äste nach rechts gemacht haben, um das wieder so ein bisschen auszubalancieren. Insgesamt geht der Flow von dem Baum aber so nach links. Und ich finde, wir haben wirklich mit diesen beiden wichtigen ersten Ästen den Stamm schön eingerahmt. Also wirklich diese breite Basis unten haben wir schön eingerahmt
durch diese beiden Äste und ich finde diese Stammlinie sehr schön. Ich finde, was auch sehr wichtig ist, ist, dass wir hier so ein bisschen leeren Platz haben, um halt so eine Separation zwischen diesen beiden Kronen praktisch zu haben, also mit so zwei Baumkronen, die aber auch visuell ein bisschen voneinander getrennt sind, aber doch irgendwie verbunden und zum gleichen Baum gehören. Das war so ein bisschen mein Gedanke bei der Gestaltung. Also es ist eine schöne, dynamische Gestaltung, es ist wirklich eine tolle Kiefer. Und ich bin auch happy, dass mir das so halbwegs gelungen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil so eine Gestaltung mache ich auch nicht irgendwie jedes zweite Wochenende, sondern das überlegt man sich auch und plant ein bisschen. Und ist ja auch die zweite Gestaltung, den Baum habe ich was länger. Und das ist dann auch für mich umso belohnender, wenn das alles so aufgeht, wie ich mir das vorgestellt habe und wenn das Endergebnis auch schön aussieht. Und wirklich nochmal, wenn ihr es nicht gemacht habt, guckt euch den ersten Teil, diesen Baum an, weil ich habe wirklich vor einem Jahr erst diesen Baum gekauft und da sieht man wirklich, was man in einem Jahr alles erreichen kann, auch im Bonsai. Ja, und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Liken und abonnieren auch nicht vergessen. Und ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal.